unser Spiel. Volle Lotte! Ein richtig gutes Spiel. Also dafür, dass sie jetzt irgendwie eine Woche mit Micky Krause durchgesoffen haben, dachte ich, die gehören eigentlich ins Bett. Und ich fand, die waren erstmal ja, technisch gut, die Grundständigkeit war richtig und ja, muss ich mal sagen, ja, die haben es einfach gut gemacht dann auch. Ja, fantastisch. Das Pünktchen vom Pünktchen auf dem I. Wie geht's euch im Augenblick? Super, wir haben die Meisterschaft geschafft, wir haben den Einzug in den DFB-Pokal geschafft und natürlich den Aufstieg in die dritte Liga. Fantastisch. Ja, das Spiel war genial, oder? Perfekt bei dem Sonnenschein, bei der Hitze. Ich denke, beide Teams haben ja alles gegeben. Stimmung war genial. Ja, perfekt. Ne? Erst Meister geworden, Regionalliga, dann Aufsteiger, dritte Liga. Und jetzt natürlich noch DFB. Besser geht's ja gar nicht. Genau. Ja. Leute, geil. Männer, auf geht's. Ja, nichts mehr zu sagen. Alles gesagt. Diesmal hat alles geklappt. Selbst das Spiel heute mit einem 2:0. Super. Klasse. Was bedeuten die Sportfreunde Lotte für euch? Momentan alles. Mein Mann ist der Trainer und Fußball ist momentan unser Leben. Sie sind natürlich das fußballerische Aushängeschild hier im RST-Land. Ganz klar, das ist hier die Nummer 1. Also. Die Sportfreunde Lotte sind Teil meines Wahlkreises und jetzt die einzige Mannschaft, die in der dritten Liga spielt. Und das ist für mich sensationell. Sehr viel, sonst hätte ich das T-Shirt nicht. Was bedeutet der Verein für euch? Alles. Ja, siehst du? Er hat alles gesagt. Sportfreunde Lotte, schalalalalala. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Die ganze Anspannung, die ganze Last ist abgefallen. Wir wollen jetzt nur noch feiern. Wir fahren jetzt gleich ins Rathaus, haben uns ins Buch rein. Und dann morgen beginnt die Arbeit hier in Lotte. Ich komme aus dieser kleinen Gemeinde. Und wenn man dann in Brüssel oder in Straßburg angesprochen wird, Mensch, ihr seid in der dritten Liga, macht einen schon ein bisschen stolz. Also, schönes Gefühl. Und diese Reise nach Mannheim, das werde ich nie vergessen, als das 1:0 gefallen ist und man nur die 500 Leute aus Lotte hört in diesem großen Stadion. Also, ich bin einfach nur stolz. Ja, die Sportfreunde Lotte, hatte ich auch schon gesagt, sind ein ganz wichtiger Faktor im Gemeindeleben. Wir müssen ja feststellen, dass wir durch die Sportfreunde jetzt auch einen hohen Bekanntheitsgrad erreichen. Wohin man kommt, wird man angesprochen, nicht mehr auf das Lotter Kreuz, sondern auf die Sportfreunde Lotte, wie erfolgreich sie sind. Und ich hoffe und wünsche mir natürlich, dass diese Erfolgsserie auch weiter anhält, dass in der dritten Liga sich weitere Erfolge, viele weitere Erfolge einstellen.